Heute geht's beim Quartarieren weiter. Und zwar eine neue Schulübung. Und die Überschrift lautet Quartarieren mit Nullen am Schluss. Das bedeutet also, wenn am Ende einer Zahl Nullen sind, dann gibt es auch eine ganz schnelle Möglichkeit, diese Zahlen zu quartarieren. Als Beispiel nehme ich 40 zum Quadrat. Was bedeutet das? Das ist ja eigentlich 40 mal 40 in einer Nebenrechnung. Wenn wir das ausrechnen, haben wir 4 mal 0 ist 4, 4 mal 4 ist 16. Nächste Stelle, 0 mal 0 ist 0, 0 mal 4 ist 0. Addieren 0, 0, 6, 1. Das heißt, 40 zum Quadrat ist 1600. Was fällt uns da auf? Die 4 zum Quadrat wird 16 und die eine 0 zum Quadrat werden anscheinend 2 Nullen. Jetzt ist die Frage, ob das bei einer anderen Zahl auch noch stimmt. Nehmen wir 800 zum Quadrat. Machen wir wieder eine Nebenrechnung. 800 mal 800. 8 mal 0 ist 0, 8 mal 0 ist 0, 8 mal 8 ist 64. Und die beiden Nullen hängt man ja normalerweise dran. Oder man macht zwei Reihen mit jeweils Nullern. Gut, das heißt, hier haben wir die Zahl 640.000. Schauen wir uns das mit dem Trick noch einmal an. 8 zum Quadrat ist 64, das ist richtig. Und statt zwei Nullen habe ich jetzt vier Nullen. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel 160 zum Quadrat habe, dann nehme ich die 16 zum Quadrat, das sind 256, das haben wir ja schon auswendig gelernt, und zwei Nullen dran. Das heißt, meine korrekte Zahl lautet 225.600. Das heißt, wir merken uns, Kommastellen, das zählt noch zum letzten Mal, und Nullen am Ende werden beim Quadrieren verdoppelt. Ein Hinweis noch, das gilt nicht für Nullen dazwischen. Das heißt, wenn ich statt 160 zum Quadrat 106 zum Quadrat habe, ja, dann kann ich da nicht irgendeinen Trick anwenden. Das geht wirklich nur, wenn die Nullen am Schluss sind. Genau.